Jo, weiter geht's. Was ist jetzt passiert? Nix. Gut. Ich habe Bienen. Ich kann einen Langbogen. Achso, da brauche ich Eisenbarren für. Okay, dann kurz. Jetzt brauche ich auch noch Pfeile, ne? Dafür brauche ich auch Federn. Das ist ja bescheuert. Moment. Wir müssen Federn suchen. Da hätten wir schon was. Da haben wir schon ein paar Federn. Jetzt kann ich zu stark zurückkehren. Würde gerne auch einmal Federn... kann ich ja. Ich habe kein Problem, ich habe einmal Federn gefunden. Brauche aber noch einen Feuerstein, aber den kann ich ja herstellen, indem ich hier rüber gehe. Ich weiß gar nicht, wo war denn das hier? Händisch? Nee. Keine Ahnung, wo war denn das? Handarbeit. Feuerstein. Lubi. Da. Nochmal Federn. Und auf geht's. Und dann können wir... Ausrüstung, den Bogen auf die 3 legen. Ah. Also, ah, okay, der Bogen ist jetzt ausgerüstet. Ah, okay, dann schießt du. Und da ist das. Okay. Dann habe ich das alles irgendwie verstanden, so einigermaßen zumindest. Und dann passt das ja. Jetzt gehen wir hier nochmal zu Stark runter. Stark, wie auch immer. Und gucken, was der davor hatte. Vielleicht erzählt das uns ja. Und dann mal gucken. Hm. Tada! Ich, hab keine Ahnung. Hat er sich einen Kronleuchter gebaut oder was? Ich habe keinen Plan. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe etwas ganz Besonderes aus diesem Tierschädel gemacht. Aber sieh mal, es ist privat und ich will nicht, dass jeder weiß, was es ist. Ich weiß nicht, vielleicht zeige ich es dir später. Wenn ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Weißt du, vielleicht kannst du dir dieses Vertrauen ja verdienen. Ich habe alles in dieses Päckchen getan. Es muss nach Corpse Creek geliefert werden. Ich kann dir das Paket beim Handelsposten in der Nähe abgeben. Der Postbote wird es dann abholen und nach Corpse Creek liefern. Oh, würdest du das tun? Das wäre fantastisch. Aber bitte, schau dir das Etikett nicht zu genau an. Wir verstehen uns, oder? Eine Lederrüstung hier. Lege die Lederrüstung an. Finde den Handelsposten. Liefere das Paket ab. Gehe zu deinem Kartografentisch. Ich gehe zu meinem Kartografentisch. Ich soll eine Lederrüstung herstellen. Moment, ich habe doch jetzt Jagdausrüstung. Also, das hat er mir jetzt nicht direkt beigebracht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich laufe jetzt mal hier hin. Und gucke mal, haben die... Ich frage mich, warum die Karnickel ein Geweih haben. Bam. Bam. Oh. Bam. Bam. So, das können wir erstmal heute noch ausnehmen. Es gibt Fleisch. Das habe ich mir gedacht. Dass das jetzt keine... Okay, jetzt durchsuchen wir noch die Kiefer. Aber es gibt ein paar Federn. Das ist ja immer auch nicht schlecht. Als nächstes können wir vielleicht heute noch ausnehmen. Ja, mir geht es mehr um das Leder, was das Vieh dann gibt. Das Fell. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie man Leder herstellt. Aber vielleicht... Vielleicht erschließt sich das ja bald. Dim, 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 dim. Wir sind gleich am Kartografertisch. Also, hier muss ich jetzt das Ding für Feuerstein brauche ich dafür. Warte mal, kann ich eigentlich auch... Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Werkbank? Nein, hier, ich Handarbeit. Eine neue Spitzhacke geht auch, ne? Da brauche ich aber nochmal 2 Bienenwachs und eine normale Spitzhacke. Und dafür brauche ich einen Feuerstein und Bienenwachs. Okay. Bienenwachs scheint dir das heiße Thema zu sein. Ja, dann holen wir erstmal nur ein bisschen Zeug.
und hoffen mal, dass wir dann irgendwann wieder ein paar Bienen finden. Vielleicht können wir die ja dann aber den Pfeilen beschießen, was weiß ich. Wir können erstmal noch die Kiefer durchsuchen, das könnte noch ein paar Federn geben. Federn sind jetzt für Pfeile nicht ganz unwichtig. Jetzt ist erstmal Nacht geworden, das ist auch erstmal schön. Dann gehe ich mir erstmal ein bisschen ausruhen und dann hat sich das. So, ja, geh schlafen. Erstmal schlafen. So, dann brauche ich was zu trinken. Das ist kein Problem. Ich hänge irgendwie an meiner Tür fest. Wir hatten Durst, das habe ich erledigt. Hunger habe ich auch erledigt. Weltklasse. Dann gehen wir noch ein bisschen hier Steine abbauen für Feuerstein. Entweder finden wir den Feuerstein jetzt direkt oder ich muss ihn dann halt herstellen. Noch die Kiefer durchsuchen. Ein paar Federn. Und dann können wir mal gucken, ob es unten bei den Browns da vielleicht irgendwie noch ein paar Bienen gibt. Ich hätte ja gerne irgendwie schon eine neue Axt. Würde ich schon gut finden. Hier sind keine Bienen. Schade. Müssen wir halt gleich mal gucken. Nee, das war schon korrekt, was du da gemacht hast. Das ist ja schön. Wir haben einen Feuerstein. Wunderbar. Ich werde jetzt mal gucken, ob es hier irgendwo Bienen gibt. Nur mal so grob rüber schielen. Wir brauchen ja sowieso noch ein paar Steine. Also ich würde gerne ein paar sammeln. Aber auch nicht so viel, sonst gibt es ja dann ein Weltenstück. Und ich, naja. Man kann ja nur maximal 3 haben. Wäre Unsinn, da so viel mehr zu haben. Das ist ein Traum. So, dann können wir damit losrennen. Mal gucken. Hier unten ist dann mit den Steinen schon wieder schwieriger. Hier hätte man dann Pilze, aber ich würde angeln gehen. Vielleicht weiß ich, wann sich das resettet, aber ich sehe schon mal keine Bienen. Hier ist noch ein Hase da, der Rest ist ja erjagt worden. Ich sehe hier keine Bienen. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch hier unten, da habe ich aber eben erst gesammelt. Die wird es zwangsläufig auch nicht geben. Nein, da gibt es auch kein Bienchen. Ja, wird es hier auch keins geben. Nee, die Hoffnung kann ich aufgeben. Schade. 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 Ade, Baum vom Bienenwachs. Für eine neue Spitzhacke. Ein Bienenstock wäre eine tolle Sache. Irgendwie. Wir rennen nochmal hier hoch. Vielleicht kann ich da noch irgendwas. Vielleicht kann man hier noch mal kurz gucken. Ich sehe da schwarz. Gut, ich mache noch mal ein paar Steine klein. Das hat auch die Spitzhacke auf 17 verbessert. Immer. Und ich soll eine Lederrüstung erstellen. Ich muss erst mal rausfinden, wie das geht dann. Was ich dafür wohl machen muss. Für Experimente. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Feuerstein hat er denn. Kann ich das irgendwo sehen? Ich habe doch hier, das ist mein Inventarverbrauch. Ressourcen, ich habe 6. Gut, dann brauche ich keine herstellen. Haben wir gleich an den Kartografentisch und können das Feld ein Stück herstellen. Ah, und das muss an der Prärie dran. Okay, das habe ich verstanden. Das können wir dann eigentlich hier hinten hin machen. Perfekt. Und dann gehen wir da auch direkt hin. Oh, das machen wir. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja auch ein paar Bienen. Wer weiß. Wir könnten noch ein bisschen Baumwolle mitnehmen für eventuelle wilde Minze. Da, Baumwolle.
Hanf. Hanf könnten wir auch mitnehmen. Für Seile. Falls man noch ein bisschen Seil braucht. Das finde ich ja irgendwie häufiger. Na, wilde Minze wollte ich jetzt eigentlich. Nehmen wir noch ein bisschen Baumwolle mit. Und eine wilde Möhre, komm her. Wilde Minze. Minze. Baumpflanze. Das ist Hanf. Oh, Hanf wollte ich auch mit. Hanf wollte ich auch mit. Machen wir auch sofort. Das mit der Minze, da sehe ich noch keinen Nutzen. Außer, dass ich da irgendwelche speziellen Getränke draus machen kann, aber da entspanne ich mich erstmal ganz hart. Aber die anderen Sachen, Hanf und Baumwolle, das erscheint mir ein guter Plan. Da haben wir auf jeden Fall das Postdepot. Da war doch Hanf, ne? Das ist ein Pferd. Du kannst Pferde benutzen, um schnell zu bestimmten Orten in der Welt zu reisen. Diese Orte sind durch einen Anbindepfahl gekennzeichnet, an dem ein lebendes Pferd befestigt ist. Finde mehr als 2 Anbindepfähle in der Welt, um Schnellreisen freizuschalten. Beachte, dass du auch bei dir zu Hause einen Anbindepfahl bauen kannst. Cool. Eine Kiste. Da gibt es erstmal ein Buch drin. Das ist okay. Ein Fass. Da ist ein Buch und ein Pfeil drin. Schlüssel und... der Schreiber. Willkommen im Handelsposten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Waren, Fragen stellen. Ich habe ein paar Fragen. Ich bin immer gerne behilflich. Neuigkeiten aus der Region. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus dieser Region? Sie haben sicher schon von all den verrückten Dingen gehört, die hier vor sich gehen. Ich halte mich fern von jeder Gefahr und konzentriere mich nur auf meine Arbeit. Allerdings kam neulich ein seltsamer Typ vorbei. Er konnte nicht aufhören, über das Angeln zu reden. Und das Paket, das er vorbeigebracht hat. Meine Hände riechen immer noch danach. Das muss Fischöl oder so etwas gewesen sein. Er hat auch das Poster da drüben aufgehängt. Sehen Sie es sich an, wenn es Sie interessiert. Haben Sie Post für mich erhalten? Lassen Sie mich mal sehen. Wie ist der Name? Mein Name ist Ayana. Einen Moment bitte. Ah ja, hier ist es. Da gibt es einen Brief auf Ihren Namen. Es liegt draußen auf dem Tisch. Starkes Paket. Können Sie dieses Paket bitte nach Corpse Creek schicken? Lass mal sehen. Das kann ich gern tun, Mist. Sollte es an jemand bestimmten adressiert sein? Auf dem Etikett steht nur, dass es an die Schmiede in Corpse Creek gehen soll. Ich liefere dieses Paket als Gefallen für jemanden und weiß nicht genau, für wen es bestimmt ist. Das ist aber sehr freundlich von Ihnen, Fräulein. Der Postbote sollte morgen früh kommen und die ganze Post abholen. Dann gehe ich mal. Und wir könnten ja nochmal durch die Waren stöbern. Kann ich sehen, was sie verkaufen? Der Schreiber verkauft Schlüssel, ein Rezept, Kaffee. Hey, cool. Aber dafür brauche ich 90 Goldmünzen, die ich nicht besitze. Aber vielleicht scheint Müll zu sein. Dann können wir das ja verkaufen. Fischöl kann zum Kochen verwendet werden. Kann ist da falsch. Wenn es in einer rohen Form konsumiert wird, erhöht es vorübergehend deine Gesundheit. Okay. Mhm. Ja, verkauf das. Mhm. Okay. Kann man auch verkaufen. Das ist hervorragend. Was macht man mit dem Zahn? Das kann man auch wegmachen. Und Überreste von Fischen kann man bestimmt auch verkaufen. Prima. So, dann können wir das Rezept für Kaffee hier kaufen. Das ist toll. Und das hier? Eine Handfackel. Okay. Was gibt's hier? Schlangenöl, den Tonikum. Ob ich das alles brauche, keine Ahnung. So, dann gehe ich mal hier das Poster angucken. Root Fishing. Laut dem Plakat ist Mr. Crude ein Fischer, der eine Hütte in der Nähe eines Sees hat. Er könnte mir vielleicht etwas übers Fischen beibringen. Okay. So, hier. Lieber Jana, ich hoffe, dass du wohlauf bist. Die Zeiten sind wirklich schwierig hier in unserem Dorf und wir könnten deine Hilfe gebrauchen.
Würdest du mich bitte aufsuchen, sobald du kannst? Deine Freundin Cheyenne. Okay. Hat mich um die Hilfe gebeten. Ich muss das Dorf Kacheda finden, in dem sie lebt. So, da brauche ich ja jetzt ein paar... Das sind ja jetzt ein paar Aufgaben hier. Das wird ja... Neue Weltstücke und so müssen aufgetan werden. Wahrscheinlich erforscht und was sind noch alle? Jetzt sollte ich mich beeilen, sonst werde ich gleich von Zombies gefressen. Wir pennen erstmal vorm Trinken. Wir trinken erstmal vorm Pennen und dann gehen wir pennen. So. Und jetzt ist der nächste Tag. Wir gehen gestärkt. Also nein, gestärkt sind wir endlich. Wir machen mal auf der 7 halt und dann haben wir auch was gegessen. Und jetzt gehen wir an den Tisch. Also erstmal die Fischerhütte. Dafür brauche ich 4 Pflanzenfasern. Pflanzenfasern sollte jetzt eigentlich wirklich kein Problem darstellen. Ich hole meine Axt und dann axten wir hier los. Das gab 2 Pflanzenfasern und dann gibt das hier noch mehr Pflanzenfasern und dann ist herrlich. Und da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie Leder herstellen kann. Moment, ich gehe mal an meine Gerbertischsache. Und zwar, was brauche ich? Ich brauche verstärktes Gewand, dafür brauche ich 3 Stoff. Das ist ja gut, dass ich das schon mal... Ah. Okay, das ist blöd, ich habe zu wenig Baumwolle. Ja, da renne ich nochmal ganz kurz zurück zur Prärie. Das tut mir aufrichtig leid, ich wusste nicht, dass ich so viel Baumwolle brauche. Das habe ich nicht ahnen können. Will die Minze. Ich glaube, man kann versuchen, die Baumwollpflanzen, kann man da nicht ranzoomen? Aber man kann auch ranzoomen. Okay, das würde vielleicht was helfen, aber man kann die Baumwollpflanzen eigentlich gut erkennen. Das sind die hier. Immer so ein bisschen komisch aussehen. Da gehe ich mal davon aus, dass das auch eine ist. Und dann können wir ja nochmal hier rüber gehen zur Post. Da ist es die hier. Und dann gucken wir nochmal auf dem Postgelände, ob ich noch was finde. Da habe ich ja auch nicht weiter geguckt. Vielleicht das da. Nein, das ist eine Minze. Der Rest, das da könnte eine Minze sein. Okay. Dann haben wir eben alles an Baumwolle mitgenommen, was es jetzt erstmal gibt. Das wird ja nachwachsen. Früher oder später. Und dann nehmen wir es halt eben dann mit. Entscheidend ist ja jetzt, dass ich erstmal ein bisschen was damit mache. Und ich brauche ja erstmal nur das verstärkte Gewand, um dann zur Lederrüstung zu kommen. Jo, dann machen wir jetzt nochmal einen Stoff. Ja, ich bin doch an der Gerberei. Was willst du denn? So, dann können wir jetzt das verstärkte Gewand machen. Und jetzt brauche ich Leder und ein Seil. Dafür brauche ich ein Fell. Und hierfür brauche ich ein Seil. Ich brauche 3 Leder sogar. Das ist ja auch nicht so cool. Okay, dann habe ich jetzt schon mal das hier. Ich habe eine Lederrüstung gemacht, oder? Wie soll ich anlegen? Ich habe keine Ahnung, wie wir meinen das. Ah, so. Okay, da muss ich erstmal rausfinden, wie man das anlegt. Wie legt man denn eine Lederrüstung? Im Zwillen. Mein Inventar ist hier. Ausrüstung. Das wird sein. Ausrüstung. Okay. Das scheine ich jetzt angelegt zu haben. Das kann man hier überprüfen. Jetzt habe ich eine Lederrüstung. Ah, das sieht man auch. Jetzt sehe ich anders aus. So, jetzt muss ich den Fischer finden. Das muss ich aber erst aufdecken, ne? Dafür brauche ich Pflanzenfaser. Die habe ich jetzt für die Rüstung verbraucht, ne? Level. Moment. Wollte eigentlich nur ein paar Pflanzenfasern holen. So, können wir jetzt an den Tisch zurück und dann müssen wir mal gucken, wo wir den unterbringen können hier. Den Joppel. So, Fischerhütte, das macht man bestimmt am Wasser. Ich befürchte, dass man das nur am Wasser macht.
Also wir machen das mal gerade so. Aber das geht doch auch nicht. Muss an Fachräder. Ah, wir brauchen das. Das ist richtig schön. Das ist richtig räudig. Blau werden. Das muss ja. Oh, das ist ja total blöd. Das muss ja hinten an den Wald dann. Naja, gut. Kann ich ja nicht ändern. Jo, dann habe ich schon mal Tinte. Und dann editieren wir das. Ja, das muss halt weg, ne? Und dann müssen wir es nochmal platzieren. Aber warte, das machen wir anders. Nein, das war schon richtig so. Jetzt hören wir mal auf mit dem Schwach. Wir machen erst das hier. Das machen wir hier hin. Und dann machen wir das nochmal. Und zwar machen wir jetzt den Fischer dahin. Perfekt. So, jetzt habe ich zwar kein Ding mehr frei. Ich muss auch mal was trinken. So, habe ich. Ich müsste auch was essen. Habe ich. Müsste mich auch kurz ein bisschen ausruhen. Oh, es wird auch schon wieder Nacht. Weiß ich nicht, ob ich da unbedingt zu dem Seppel will. Wir könnten kochen in der Zeit. Was macht man jetzt eigentlich mit der Möhre? Kann ich mit der Möhre irgendwas anstellen? Kann ich vielleicht mal in mein Kochbuch gucken? Wir blättern mal um.